So, hallo, der Aufnahmetest war erfolgreich. Wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Das hat ja super lang gedauert, bis ich husten musste. Ja, ich bin ein bisschen noch erkältet, aber ich wollte jetzt mal wieder aufnehmen, weil jetzt haben wir wie viele Tage, keine Ahnung, viel zu lange nicht mehr aufgenommen. Das Level habe ich gerade. Oh Gott. Also, ich merke, wenn ich rede. Ja, ihr merkt es auch. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Ich könnte es uns halt weiterhin nicht. Geil. Ich könnte es uns halt weiterhin nicht aufnehmen. Aber ich wollte jetzt mal wieder ein bisschen was aufnehmen. Vor allem auch, vielleicht haben es nicht alle mitbekommen. Ich habe es auf Twitter geschrieben und auf meinem Discord, dass ich ein bisschen rumkränkel und es absolut gerade nicht in der Lage bin aufzunehmen. War ich auch tatsächlich nicht. Hä? Ach so. Da ist ein Pau. Und ja. Jetzt bin ich zumindest wieder in der Lage aufzunehmen, aber ich hust halt noch rum. Also ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Ansonsten habt ihr halt leider Pech. Oh Mist. Oh, ich will jetzt nicht nochmal hier. Ich habe keine Ahnung, was ich noch alles machen muss. 19 Sekunden, das ist halt noch ein Stück hier zu. Ah! Ach so. Oh. Ich habe die ganzen Stacheln nur gesehen und dachte, das ist mein Ende, aber es ist das Ende des Levels. Das ist auch in Ordnung. Die 50 Sekunden waren also sehr freundlich. Alles klar. Gut. Keine Ahnung, wie ich auf das Level gekommen bin. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwas rumgeklickt und dann habe ich kurz gedacht, okay, dann nehmen wir das als Aufnahmetest. Und dann ist es das geworden. So, wir können kurz gucken, was der Ninja Speedrun ergeben hat. Leider konnte ich es nicht mehr verbessern, weil, wie gesagt, ich war dann entsprechend krank. Wait, ist das noch? Hä? Kriege ich hier gar kein Ergebnis? Oder muss ich da auf meine Nachrichten gehen? Entschuldigung. Ist verfügbar. Also bekomme ich jetzt gar nicht das Ergebnis. Hä? Muss ich das so machen? Ja, also ich hätte wieder die 3 Sterne bekommen, auf jeden Fall, ne? Ab 25 kommt hier und ich bin hier. Entschuldigung. Ach Gott, das ist. Ich weiß nicht, ob ich lange aufnehme. Alter. Das ist halt genau das Problem, ne? Und genau so steht man vor der Klasse, ja? Also, man kann jetzt nicht sich krank melden, weil man ein bisschen am Rumhusten ist. Es sind so schon genug Lehrer krank und Kollegen. Die drehen durch, wenn noch mehr Lehrer ausfallen. Und wegen sowas kann man halt nicht auch jetzt nicht einfach ausfallen. Man stellt sich halt hin und hustet den Schülern was vor. Es ist. Oh Gott, was ist denn hier alles? Pa okay, das hier kennen wir schon. Das ist Hinfecto. Devori würde ich gerne spielen. Devori würde ich auf jeden Fall gerne spielen. Ist von euch was dabei? Buspo hat wieder was gebaut. Luzi hat was gebaut. Und Devori. Oh Gott, es tut mir leid. Ich hoffe, es ist überhaupt erträglich. Also ich kann das halt jetzt, ne? Ich kann halt nichts machen. Ich nehme Hustentabletten. Ich nehme alles. Alles auf einmal. Ich trinke sogar gerade Tee. Ich hasse Tee. Also 2-1, aber Underground. Ist 2-1 nicht eh Underground? Ach ne, 2-1 ist ein 1-2 ist Underground. 2-1 ist nicht Underground. Hat er einfach nur 2-1, aber Underground, also unterirdisch gebaut? Ist ja nicht sonderlich schwierig. Dann wäre es ja nicht sonderlich schwierig, stirbt am ersten Goomba. Was ist eigentlich? Okay. Dann hat sich das geklärt. Trotzdem möchte ich doch das hier testen. Da ist auch nichts. Mann! Oh, ist das nervig. Es tut mir leid. Ich glaube, ich lasse es erstmal mit dem auf. Also ich nehme jetzt diesen einen Part auf, dann bekommt ihr mit, was los ist, falls ihr es noch nicht über Twitter mitbekommen habt. Aber ihr merkt, ich kann. Es ist nicht zu ertragen. Es ist nicht zu ertragen. Es ist auch für mich nicht schön, jetzt aufzunehmen, weil es doch ziemlich. Oh, diese Speedrun-Taktik. Nein! Das will ich schon ordentlich machen. Wenn, dann legen wir schon eine ordentliche Zeit hin.
Ja, es ist für euch sicherlich nicht angenehm zuzuhören und für mich nicht angenehm zu reden. Das ist keine gute Voraussetzung. Nein, wie habe ich das denn vorhin gemacht? Ich habe den Regrab gemacht, ne? Dann bin ich irgendwie da rausgekommen. Oi. Es sind echt gerade so viele... Ah, Mist, schon wieder. Es sind gerade so viele Leute krank. Keine Ahnung, wo mich das jetzt auch erwischt hat, aber naja. Ja, gut. Wenn in der Schule halt alle krank sind, dann ist es... Ja. Ist es leider... Oh, nee. Okay, wir spielen es normal. Mann. Das hat... Der erste... Beim ersten Mal hat es funktioniert und jetzt klappt es nicht mehr, dass ich darüber komme. Deswegen bin ich auch so erschrocken gewesen, dass es geklappt hat. Was mache ich? Oh mein Gott. Also ich kann es jetzt natürlich drauf schieben, dass ich krank bin. Ich finde es lustig, nicht nur ich bin ja krank. Also es sind auch auf YouTube ein paar Leute krank, die ich schaue. Und jetzt kommen da auch keine Videos. Vom Beast zum Beispiel. Also klar, es kam jetzt dieser SMW-Hack. Da kam was, weil er das wahrscheinlich schon vorher aufgenommen hat. Aber was so Maker-Videos angeht, da hat er... Ah, Mist, Mann. Da hat er ein Video... Oh, ich bin nicht konzentriert, es tut mir leid. Hat ein Video gepostet, I got the flu. Also ihn hat es auch erwischt, wahrscheinlich beim HDQ. Übrigens, wenn ihr Mario Maker gerne schaut und einfach noch nicht bei HDQ reingeschaut habt, könnt ihr euch mal den One anschauen, wie acht super gute Mario Maker Spieler bei Awesome Games Done Quick, also AGDQ, einen Mario Maker One machen. Sehr, sehr sehenswert. Mit so Kaizo-Leveln und so Kram. Sehr, sehr cool. Nein. Sehr, sehr cool, wollte ich gerade sagen. Ah, dass ich in dem Level jetzt... Es ist peinlich. Hoch 5000. Oh mein Gott. Ich sollte nicht spielen. Ich sollte einfach weiter Tee trinken und mich in meine Decke kuscheln. Oh, es ist... Alter, es kann nicht wahr sein. Also, ihr wisst Bescheid, wenn die nächsten Tage wieder hin kein... Weil, ne? Oh, jetzt hat das geklappt, was ich... Nein! Jetzt hat das geklappt, was ich wollte, auch obwohl ich es gar nicht wollte. Was wollte ich sagen? Ihr wisst Bescheid, wenn dann in den nächsten Tagen trotzdem keine Videos kommen. Huch! Da kommt man rein. Wo ging es denn da hin? Das war doch nur so ein Bonusraum, oder war das eine Abkürzung? Ach, das war normalerweise ein Warp-Kram. Ja, und jetzt geht da... Hä? Jetzt geht's hier rein. Wo komme ich jetzt da raus? Bei meinem Tod. Geil. Also das ist ja unnormal, dass man dann da wieder rauskommt, weil eigentlich war das dann ja Warp. Entschuldigung, jetzt ziehe ich auch noch die Nase hoch, das wird jetzt immer unangenehmer hier. Ach, leck mich doch hier. Das kann man sich doch nicht anschauen. Meine Herren. Nein! Oh. Gibt's doch nicht. Aber ich muss auch sagen, jetzt unabhängig von der Krankheit. Nein! Wie oft noch? Unabhängig von der Krankheit, ich bin irgendwie immer mehr frustriert, was Schule und Lehrer angeht. Also was, ne, das Lehrersein angeht. Wenn man zu nett ist, wird das einfach gnadenlos ausgenutzt. Das ist unglaublich. Ich hätte das nicht gedacht, dass, keine Ahnung, ne, wenn du jetzt irgendwie ein Arschlochlehrer bist, keine Ahnung, dann ist klar, dass die Schüler entsprechend, ja, oh, okay, ist das klug? Ich weiß es nicht. Sich verhalten. Aber, wie lange kann ich das durchziehen? Scheiße. Okay. Wo komme ich jetzt raus? Das wäre doch auch wieder nur ein Warp.
Ah, und es führt jetzt so zum normalen Ziel. Ja, okay, meinetwegen. Gut. Jetzt haben wir uns 10 Minuten in diesem Level aufgehalten, was super einfach ist. Es tut mir leid. Was wollte ich sagen? Guck mal, 23 Sekunden Weltrekord. Puh. Entschuldigung. Das scheint ein Musiklevel zu sein. Das ist ja immer das Schöne bei ihm. Wieder eine Original-Composition. Gefällt mir. Ja, weil die Schüler so überhaupt nicht. Aber wirklich überhaupt nicht. Also nicht alle. Das ist wie wenn ich in der Klasse sage, ihr und ich meine gar nicht alle. Das ist was ich mir... Hä, warum? Ach so, wenn das blau ist, muss ich da erst springen. Guten Morgen. Das ist, was ich mir abgewöhnen muss. Dass ich zu sehr verallgemeinere und dann die Schüler denke, ich meine, warum springe ich denn da? Was ist denn mit mir verkehrt? Und dann denke ich, ich meine alle, aber ich meine gar nicht alle. Aber es ist einfach so, ein Großteil der Schüler hat man so den Eindruck, die haben so überhaupt keine Lust. Also nicht mal so ein bisschen. Aber auch auf gar... hätte ich da hochgesollt? Oh, das Lied ist wieder sehr schön. So auf gar nichts, was mit Schule zu tun hat. Da wird dann halt... Selbst einfache Sachen werden einfach im Kopf verweigert. Man möchte gar nicht nachdenken. Da wird gesagt, habe ich nicht verstanden. Dabei ist es eine Sache, die wirklich... Wirklich... Und das ist jetzt nicht so ein Lehrerspruch von wegen... Weil der Lehrer hat es verstanden, also muss man es auch verstehen. Nein, das sind wirklich Sachen, die sind einfach verständlich, wenn man ein bisschen... Bisschen Verstand hat. Und das haben die ja auch. Nur die verweigern sich innerlich. Und dann haben sie überhaupt keine Ahnung von irgendwas mehr. Sobald es mit Schule zu tun hat, wird das sich komplett verweigert. Selbst wenn es das logischste Thema wäre, ne? Teilweise ist es ja das logischste Thema. Oh, Mist. Aber das Lied ist wieder super cool. Sowas regt mich dann auf, weil die sich damit halt ihr Leben selber schwer machen. Ne? Die schaden ja nicht mir damit, sondern sich. Und das macht mich halt dann sauer. Weil die das nicht begreifen. Ich habe schon wieder Zeit verloren. Aber sehr schönes... Na, danke. Sehr schönes Level. Aber das mit dieser Musikkomposition, das ist so geil, was er da macht. Das ist so großartig einfach nur. Kann man nicht anders sagen. Aber das ist wirklich eine der... Das hört man immer wieder. Wofür brauche ich denn Beta? Ich kann es nicht mehr hören. Vor allem nicht mal, davon ist nicht mal nur Mathe betroffen. Davon ist nicht mal nur Mathe betroffen. Oh Gott, 3,60, das wird, oh, das ist jetzt vielleicht nicht so günstig. Davon sind andere Fächer auch betroffen. Ich hatte heute eine Sechstklässlerin in der Hausaufgabenbetreuung. Und die fängt plötzlich an, so richtig einfach nur abzuranten. Ach, da hätte ich einen Pfeil, ich Blödnuss. So richtig abzuranten. Wofür sie denn, was war es für ein Wort, Personifikation später braucht oder bildliche Rede, irgendwie sowas, also Metaphern sozusagen. Ne? Das haben die noch nicht mal als Metapher gemacht jetzt in der 6. Klasse, sondern eben als bildliche Sprache, irgendwie sowas. Das ist doch nichts Schlimmes. So Personifikation, was ist denn daran schlimm? Zu verstehen, dass man halt... Was muss ich denn hier tun? Da unten den Pfeil abschießen... den On-Off abschießen? Ah. Ah. Ja, das ist doch nichts Schlimmes. Einfach den Gedanken mal zu... Nein. Einfach mal den Gedanken zuzulassen, dass man... Wie kriege ich denn das jetzt? Ach so.
dass man. Was wollte ich sagen? Entschuldigung. Dass man halt Dinge umschreibt in Bildern. Was ist daran schlimm? So, man sagt halt etwas, was man nicht so meint, sondern es wie ein Bild ausdrückt. Und damit sagt man etwas eigentlich anderes. Ne? Bildlich würde es ja irgendwas bedeuten, zum Beispiel, keine Ahnung. Ich werf jetzt mal. Ach, was weiß ich, mir fällt gerade kein brauchbares Beispiel ein. I'm sorry, weil ich halt gerade dumm bin. Aber, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Habe ich doch nicht. Aber so grundsätzlich, alleine die. Okay. Ja, das ist ja egal jetzt. Wenn ich hier eh Speicherpunkt krieg. Hä? Und jetzt? Ah. Okay. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist, aber cool. Ach, jetzt ist das hier alles andersrum. Okay. Was wollte ich. Oh Gott, das war nicht so gut. Ne, aber einfach. Da hat sie selbst das, selbst damit hat sie dann Probleme so von wegen, oh, wofür brauche ich das später? Und hat sich mega aufgeregt. Und so Sachen wie Personifikation, das braucht sie ja auch nicht später. Aber es ist doch auch nichts Schlimmes, das zu verstehen, was das ist. Dass ich eben etwas als Person darstelle, was in echt keine Person ist. Wow, schlimm. Wofür war der jetzt? Für den Rückweg oder was? Ach, ich bekomme jetzt den den Quatsch da. Das war nicht so geil. Ja. Den Quatsch da bekomme ich und dann kann ich mit dem Helm den Matsch beim Checkpoint wegmachen. Gecheckt. Also, gehen wir wieder zurück. Aber das sind so Sachen, das verstehe ich nicht. Dass man Bruchaddition sagt. Oh Gott, was ist das? Hilfe, das verstehe ich nicht, das checke ich nicht. Weil das halt was Kompliziertes ist. Da muss man sich erstmal Gedanken drüber machen, wie das funktioniert. Dass man da einen Hauptnenner bilden muss. Dass man dann die Zahlen oben mit der gleichen Zahl mal nimmt, mit der man den Hauptnenner gebildet hat, etc. pp. Ne? Das ist klar, dass das nicht einfach ist. Das ist klar, dass man da gerne mal ein bisschen frustriert ist. Aber dann bei so logischen Sachen wie eben bildlicher Rede oder sowas, ne? Bildliche Sprache, keine Ahnung. Das checke ich halt dann einfach. Das checke ich dann halt einfach nicht. Da bin ich raus. Wie kann man sich denn da auch noch verweigern? Das ist doch nichts Schlimmes gewesen. Ne? Meinetwegen auch in Bio, dass jetzt egal ist, was für eine Art Frosch dieses komische grüne Tier ist. Es ist halt ein Frosch, ja. Das brauche ich jetzt später auch nicht mehr, was ich in Bio mal gelernt habe. Also eigentlich fast, keine Ahnung, was brauche ich von Bio noch? Ich weiß es nicht. Aber so einfache Sachen. Und das ist doch jetzt nicht, dass ich jetzt einfach als allgemein gebildeter Mensch sage, das ist einfach, das ist doch wirklich, das versteht doch ein Kind, dass ich etwas als ein Bild ausdrücken kann, was dann aber nicht so wörtlich gemeint ist, sondern eben sinnbildlich. Das ist doch nicht. Da ist doch keine Leistung dahinter, das zu checken. Oh, kannst du dich bitte jetzt einfach mal verziehen? Oh nein. Oh nein! Diese Stelle. Das sind so Sachen, da hört es dann bei mir eigentlich auf mit dem Verständnis. Ich weiß nicht. Weil das zeigt halt einfach, dass man wirklich überhaupt nicht mit sich irgendwas beschäftigen will, solange es mit Schule zu tun hat. Obwohl es was ganz Normales, Simples ist. Ja? Wahrscheinlich würden sie Spiele oder Fußball zum Beispiel. Fußball spielen ja alle wahnsinnig gerne. Wenn Fußball jetzt schulisch relevant wäre, im Sinne von, keine Ahnung, ne? Man muss da irgendwas lernen zum Fußball, irgendwelche Elfmeterregeln. So, jetzt ist es für die super cool, das alles zu kennen und zu verstehen. Aber müsste man das in der Schule lernen, dann würden sie sich wahrscheinlich genau da verweigern, was ihnen sonst Spaß macht. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Sobald es mit Schule zu tun hat, haben sie einfach alle überhaupt keine Lust mehr. Und mit alle meine ich nicht alle. Ich sag schon wieder alle. Ja, keine Ahnung. Das ist einfach frustrierend.
Ich verstehe vollkommen, wenn irgendwelche komplizierten Sachen einem Probleme machen und man sich dann ärgert. Ne? Kongruenzsätze, was weiß ich. Satz des Pythagoras, keine Ahnung. Brauchtet ihr jemals den Satz des Pythagoras? Ich weiß es nicht. Aber... Ich hab doch den scheiß Schild gezogen. Leck mich doch fett. Aber... Ich denke, ihr wisst, was ich sage. So ganz einfache Sachen. Wenn man sich selbst da verweigert, das ist dann halt irgendwie komisch. So, jetzt lass mich in Ruhe. Oh nein, die ist schon wieder zu weit weg. Ach, komm schon! Uff. Uff. Naja, und was dann halt auch noch frustrierend ist, ist, wie gesagt, wenn man jetzt nicht so streng ist wie ich, ja, und halt sehr oft einfach nur androht und dann nicht durchzieht, in Anführungszeichen. Mittlerweile habe ich meine Toleranzgrenze auch überschritten. Also mittlerweile gibt es jetzt auch von mir Ordnungsmaßnahmen und so weiter. Was ich halt nicht gerne mache, einfach weil ich es nicht gut finde. So dieses Machtspiel Lehrer-Schüler. Ja, ich habe die Macht, den Verweis auszuteilen. Wenn der Schüler sich daneben benimmt. Aber mir wäre es wichtiger, der Schüler versteht, dass er sich... Leck mich doch. Mir wäre es wichtiger, der Schüler versteht, dass er sich daneben benimmt, als dass er einfach nur bestraft wird. Das ist halt irgendwie nicht Sinn der Sache. Ich weiß es nicht. Ach, jetzt geht er wieder durch die Tür. Aber ich denke... Warte, kann ich eigentlich... den mit Bomben abwerfen? Nein. Die müsste wohl in seinem Gesicht explodieren. Oh Gott, ich kann ja runterschießen. Ich bin ja dumm. Ich kann ja runterschießen. Nein, ich habe mir das die ganze Zeit viel zu schwer gemacht, indem ich gerade ausgeschossen habe. Wie kann man denn so blöd sein? Super. Aber jetzt wissen wir, wie das besser geht hier. Ja, und jetzt ist das nämlich auch viel einfacher, die Wolke passend zu machen. Oh mein Gott, bin ich blöd. So, einfaches Rätsel und ich stelle mich an. Aber auch sowas meine ich. Das ist ein schönes Rätsel, ja. Das macht Spaß, das zu lösen. Würde das jetzt ein Schüler in der Schule lösen müssen, einfach nur im Kontext Schule, hätte er keinen Bock drauf. So, das meine ich, ne? Also nicht falsch verstehen, ich bin an sich gerne Lehrer. Aber es ist einfach... Diese komplette Demotivation, diese komplette Verweigerung ist einfach sehr frustrierend. Oh nein, 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 nein! Meine Dummheit gerade ist auch sehr demotivierend. Okay. Weiß gleich, warum ich den jetzt abgeschossen habe. War komplett nicht notwendig. Wow, es kann so einfach sein, den abzuschießen. Gott, wir hätten uns so viele Tode erspart. Unglaublich. Unglaublich. So. Ah. Ach so, ja, und dann haben die Schüler halt das Gefühl, da war ich noch nicht zu Ende, wenn man zu nett ist, dass man halt eben nur wirklich androht und nicht macht. Und dann ist natürlich die Verwunderung groß, wenn es plötzlich doch mal Konsequenzen gibt. Das ist jetzt halt ein paar Mal passiert. Ich hoffe, dass sie dadurch jetzt zumindest mal sehen, dass ich auch schon das... Keine Ahnung, dass ich nicht in der Lage wäre oder sowas, ihnen Konsequenzen zu geben, sondern dass ich es halt eigentlich nicht möchte. So, das ist ja das Eigentliche. Ich gehe jetzt aber bitte in einen neuen Checkpoint, dankeschön. Und das verstehen die irgendwie. Oh, da hätte eine Bombe reingemusst. Danke dafür. Alter! Hä?
Ach du. Oh, jetzt habe ich es verstanden. Das ist allerdings nicht so nett. Wait, das muss ich nochmal umstellen. So. Okay. Es war so klar. Zum Glück war da ein Checkpoint. Ne, weil man merkt dann, um das nochmal kurz zu Ende zu bringen, man merkt dann, dass die Schüler sich halt wirklich so die Gedanken machen, oder beziehungsweise nicht die Gedanken machen, dass sie sich jetzt mehr trauen können. Und das ist eigentlich schade, dass sie das praktisch fürs Negative ausnutzen und nicht fürs Positive, wenn man nett sein möchte. Ja? Wenn man nett und verständnisvoll und empathisch ist und keine Ahnung, das wird halt leider nur, mein Gott, hi. Den habe ich nicht gesehen. Das wird halt leider nur fürs Negative ausgenutzt, um Blödsinn zu machen, etc. Und das ist nicht schön. Das ist nicht schön. So. Ich bin so blöd. Ah! Aber mal schauen, vielleicht. Nachdem ich jetzt ab und zu mal ein paar Verweise verteilen haben müssen, weil halt Schüler tatsächlich, ja, ich sag mal, sich so viel geleistet haben, dass selbst ich nicht mehr sagen kann, okay, ich drück noch mal ein Auge zu, ja, irgendwann geht das halt nicht mehr. Moment, was soll ich denn, ach, ich soll schnell da hoch. Ja, sag das doch, ja, gut. Und jetzt? Nee, da soll gar nicht gedrückt werden. Ah, verstanden. Verstanden. Das hat gedauert. Das hat jetzt wirklich gedauert. Aber jetzt habe ich es begriffen. Der soll gar nicht gedrückt werden, das heißt, ich muss die abwehren. Und das war's. Gott, bin ich blöd manchmal, ne? Weiß nicht, wofür die Schlüsseltür ist. Hä? Muss ich jetzt? Nee, das funktioniert nicht, ne? Ich kann ja nicht... Ah, doch, kann ich. Oh mein Gott, ich muss... Oh Gott, das wird ja super. Oh Gott, yes! Oh, ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell läuft. Und jetzt? Achso, schmeiße ich da auch eine Bombe rein? Naja, da nicht. Eigentlich wollte ich es in die Lücke werfen. Aber so geht's auch. Aber wo hätte ich jetzt den Schlüssel bekommen? Also auf jeden Fall hätte ich mir das hier irgendwie ersparen können, wenn ich einen Schlüssel hätte. Die gehen in meine Richtung, ne? Igitt. Tschüss. Holy shit. Aber ich weiß nicht, wo der Schlüssel hergekommen wäre. Hab irgendein Secret wahrscheinlich verpasst. Irgendwo eine Wand, die man sprengen kann oder so. Hab ich nicht gesehen. Mal schauen, ob wir die Wand finden. So, ihr merkt, wenn ich lange nicht mehr gespielt habe, dann muss ich mir meinen ganzen Frust abreden, erstmal der entstanden ist. Okay, noch näher ranzoomen kann ich gar nicht. Schade. Ich sehe aber auch keinen Geheimraum, den ich nicht gesehen habe. Wobei, das könnte ja auch... nee, kann es eigentlich nicht. Egal. Subworld sein, wollte ich sagen. Ich glaube doch, das ist schon möglich.
Uff. So, Luzi, was hast du gebaut? Pixel Art equals good level. 0 bis 8, 80%, was? 8 Käfer. Dude, was? Was? Also ich versuche mal den Pfeilen zu folgen. Der zeigt dann hier hin. Ich bin verwirrt. Was sollen die ganzen Pfeile mir sagen? Ich habe keine Ahnung. Luzi, I'm sorry, ich habe keine Ahnung. No hops, just chill. Das machen wir dann. Okay, die machen wir dann wann anders. Allzu viel haben wir dann gar nicht aufzuholen. Das ist schon mal gut. Ich schließe mich erstmal wieder aus jetzt. Das war wieder mal ein Part seit langem. Kann sein, dass jetzt ohne Thumbnail kommt und ich den einfach hochlade. Ich weiß es nicht, ich werde es sehen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Anhören meines Rumge. Ich weiß nicht, was das jetzt wieder war. Musste mir gerade Frust von der Seele reden. Ja. Und tschüss.